Über 5'500 Menschen wohnen hier am Friesenberg in der Stadt Zürich. Es ist die grösste Siedlungsgenossenschaft der Schweiz, mit vielen Familien, so wie wir eine sind. Und ja, es ist wirklich ein kleines Paradies. Vorzüge, dass wir hier in der Stadt sind, aber doch auch im Grünen, bietet vor allem für uns mit den Kindern sehr viel Lebensqualität. Wichtig ist uns auch die Nachhaltigkeit beim Wohnen. Schon 2007 hat sich der damalige Vorstand der FGZ auf die Suche gemacht nach einer sinnvollen Lösung zum Heizen von unseren Wohnungen. Man hat Holz, Erdwärme und andere erneuerbare Energiequellen geprüft. Wir haben einfach gewusst, wir wollen weg von Öl und Gas. Alles andere wäre überhaupt nicht mehr zeitgemäss gewesen, weil wir die Vision von einer ökologisch nachhaltigen Gesellschaft verfolgen. Das Ingenieurbüro Annex hat für die FGZ eine geniale Lösung entwickelt, wo alle Seiten davon profitieren. Mit einem sogenannten Energienetz können wir die Abwärme von der Rechenzentrum, von der CS und von der Swisscom nutzen. Im Gegenzug liefern wir kühle Energie. Düetlihof ist global einer der grössten und wichtigsten Standorte der Credit Suisse. Über 8'000 Menschen arbeiten hier und auch ein grosses Rechenzentrum ist integriert. Die notwendigen technischen Anlagen produzieren viel Abwärme, die wir nicht zu 100% selber nutzen können und jetzt die FGZ zur Verfügung stellen. Da wir konzernweit die Nachhaltigkeits- und Klimaschutzpolitik verfolgen, war für uns von Anfang an klar, da wollen wir dabei sein. Von uns aus gesehen hat das Energienetz Friesenberg international Vorbildcharakter. Das Schöne an unserer Idee ist wirklich, dass alle davon profitieren. Es hat zwar einiges an Informations- und Vermittlungsarbeit gebraucht, aber die Vorteile haben alle überzeugt. Das technische Prinzip ist schnell erklärt. Via Leitungssystem können wir die Wärme- und Kältezufuhr regeln, sodass der Friesenberg im Winter die Abwärme der zwei Rechenzentren als Heizenergie bekommt. Im Sommer nutzt das Rechenzentrum wiederum Kälte, die im Erdreich gespeichert ist. Es werden jährlich 1,6 Millionen Liter Heizöl eingespart, was mehr wie 50 Tanklastwagen entspricht. Und gerade nochmal so viel spart die FGZ durch energetische Sanierungen und Ersatzneubauten ein. Ein grosser Beitrag für eine nachhaltige Nutzung unserer Ressourcen.